Hier ist es. Noch schneller. Das beste Produkt. Er geht an Dinge anders heran. Das tut sonst niemand. Der Macintosh ist für jeden. Unmögliches möglich machen. Heute wird Apple das Telefon neu erfinden. Die Welt verändern. Macintosh. Computer sind die prägendsten Werkzeuge, die wir je geschaffen haben. Stay hungry, bleibt hungrig, bleibt tollkühn. Ich danke euch allen. Steve Jobs war ein Genie und ein Visionär. Er hat die Welt verändert und leider vor seiner Zeit verlassen. Er war Vater, Ehemann und ein geschätzter Freund. Darüber hinaus einer der größten Erfinder seiner Generation. Wir werden seine Vielseitigkeit niemals vergessen. Er war ein großer Pionier. Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der letzten 20 oder 30 Jahre. Vom ersten Mac über die bahnbrechenden iPhones, iPads oder iPods bis hin zu Toy Story. Steve Jobs hat unsere Welt technologisch so nachhaltig geprägt, wie zuletzt Thomas Edison durch die Glühbirne. Jobs hat die Computerindustrie und die Kommunikationstechnik revolutioniert. Und er hat seine Produkte so raffiniert vermarktet, dass Millionen Menschen sich voller Stolz als Apple-Fanatiker bezeichnen. Was Apple geschaffen hat, ist einfach genial. Ein Techno-Marketing-Genie. Wird seine Leistung in ein paar Jahrzehnten noch relevant sein? Ein visionärer Vordenker und der Technik um 20 Jahre voraus. Steve Jobs war ein Mann, der alles gab und der nur die eine Schlacht verlor, die er nicht gewinnen konnte. Bleibt hungrig, bleibt tollkühn. Stephen Paul Jobs kam am 24. Februar 1955 in San Francisco zur Welt. Seine leiblichen Eltern, die College-Studenten Joanne Carol Schieble und Abdul Fattah Jandali, gaben ihn zur Adoption an ein Ehepaar aus der Bay Area frei. Paul und Clara Jobs. Jedoch unter einer Bedingung. Seine Mutter bestand darauf, dass Stephen eines Tages ein Studium abschließen sollte. Steve Jobs wuchs in einem Tal auf, das sich bald zum weltweiten Zentrum der Computertechnologie entwickelte. Das Silicon Valley. In diesem Teil Kaliforniens war es nicht ungewöhnlich, in den Garagen alle möglichen elektronischen Gerätschaften zu lagern. Steve Jobs war fasziniert von jeglicher Elektronik. 1969 traf er einen jungen Computerfreak, der diese Leidenschaft teilte. Steven Wozniak, später oft Woz genannt. Steve und Steven wurden Freunde, obwohl Wozniak 5 Jahre älter war. Ich hatte damals einen Computer entworfen und ihn mit einem Freund in unserer Garage zusammengebaut. Er sagte, du musst diesen Typen kennenlernen. Er war auf unserer Highschool. Er heißt Steve Jobs. Er versteht was von digitaler Elektronik. Und er hat den Leuten gern Streiche gespielt. Dafür war auch ich berühmt. Irgendwann kam Steve vorbei. Wir sind uns vor dem Haus begegnet. Wir haben uns gegenseitig gefragt, was für Streiche hast du gespielt? Ich habe ihm erzählt, was ich so gemacht hatte, und er fragte, was hast du hier für Elektronik? Ich habe das gebaut. Und ich sagte, ich habe diesen Computer entworfen. Wir haben uns sofort gut verstanden und uns über alles Mögliche unterhalten. Nach der Highschool entschied Steve Jobs sich für das Reed College in Oregon. Es war ein teures Liberal Arts College, das seine Adoptiveltern sich kaum leisten konnten. Aber weil sie es Steves Mutter versprochen hatten, finanzierten sie es ihm. Steve blieb allerdings nur für ein Semester auf dem Reed College. Er verließ den Campus nicht für immer, doch er besuchte nur die Kurse, die ihn interessierten. Er übernachtete oft bei Freunden, brachte Colaflaschen für 5 Cent Pfand zurück und aß im örtlichen Hare Krishna-Zentrum. In dieser Zeit befasste er sich mit dem östlichen Mystizismus. Er ernährte sich nur von Früchten oder er fastete. Mit 19 Jahren reiste er mit einer guten Freundin zusammen nach Indien, um Erleuchtung zu finden. Steve war das Aushängeschild der Firma und er war ein großer Visionär. Aber er war auch ein cleverer Geschäftsmann. Und ein cleverer Geschäftsmann weiß, wie man eine Firma so aufbaut, dass sie auch unter anderer Führung Bestand hat. Ich denke, Steve ist das gelungen. Zurück im Silicon Valley half er Stephen Wozniak bei seiner Arbeit. Wozniak, ein Gründungsmitglied des Homebrew Computer Club, wollte einen neuen Rechner entwickeln. Es gab vorerst nur eine Schaltplatine, doch sie hatte großes Potenzial. Jobs bemerkte, dass einige Leute Interesse an der brillanten Arbeit seines Freundes hatten. Er schlug vor, die Platine zu verkaufen. Apple war geboren.
Eines Tages, als ich mit meinen PC-Platinen hausieren ging, landete ich in einem Fahrradladen in Mountain View. Und Paul Terrell, der damalige Besitzer des Ladens, sagte, er wolle 50 dieser Computer. Ich hatte sofort Dollarzeichen vor meinen Augen. Es gab aber einen Haken. Sie sollten zusammengebaut und betriebsbereit sein. Das war etwas Neues. Also hingen wir die nächsten 5 Tage am Telefon, um die Lieferanten der Elektronikbauteile zu überreden, uns nur so Teile im Wert von $10.000 zu überlassen. Aus diesen Teilen haben wir 100 Computer gebaut und 50 davon gegen Bargeld verkauft. 29 Tage später bezahlten wir die Großhändler. So haben wir angefangen. Er bemerkte, dass meine Entwicklung ziemlich gut war und sagte, lass uns eine kleine Firma gründen. Er besaß nicht das technische Können von Wozniak, aber er konnte mit Menschen umgehen und Kontakte knüpfen. So hat er die kleine Firma in Schwung gebracht. Als wir Apple gründeten, hat er oft kluge Fragen gestellt. Warum ist deine Firma nicht anders organisiert? Warum übernimmt nicht eine bestimmte Person diese Aufgabe, sondern irgendjemand? Seine Vision bestand darin, aus diesen Kisten Gebrauchsgegenstände zu machen. Um das zu erreichen, musste man sie vereinfachen. Und er hat sie so vereinfacht, wie es ihm praktikabel erschien. Er hat mal gesagt, es geht nicht darum, etwas zu erweitern oder hübscher zu machen. Es geht darum, dass es sich besser anfühlt. Als wir anfingen, hatten wir keine Ahnung, was die Leute mit diesen Dingern anstellen würden. Wir hatten sie ja nur für uns entworfen, Wars und mich, weil wir uns keinen Computerbausatz leisten konnten. Also haben wir ein paar Teile von Hewlett-Packard und Atari befreit und 6 Monate an den Plänen gearbeitet, bis wir beschlossen, unseren Computer zu bauen. Das erste Jahr von Apple begann in Steves Garage. Sie bauten Platinen und verkauften sie an Computerläden. Währenddessen arbeitete Wozniak an einem stark verbesserten Modell, dem Apple II, der 1977 fertiggestellt wurde. Beiden war klar, dass der Apple II allen anderen Geräten auf dem Markt weit überlegen war. Und Steve Jobs sah sich sofort nach Investoren um, die ihnen helfen sollten, ihr Produkt zu etablieren. Nach langer Suche schlossen sie einen Vertrag mit dem ehemaligen Intel-Manager Mike McCuller. Seine Investition von $250.000 weckte in ihnen die Hoffnung, eines Tages in der Fortune 500-Liste zu erscheinen. McCuller schätzte, es würde 2 Jahre dauern. Und er behielt recht. Der Apple II wurde bald zum Symbol für die Heimcomputerrevolution. Er ließ die Konkurrenz weit hinter sich, sowohl wegen seiner überragenden Hardware mit Farbgrafik, als auch durch die große Auswahl an kompatiblen Programmen. Wir ahnten langsam, wohin das alles führen sollte. Zum Beispiel, wer von euch hat schon mit VisiCalc gearbeitet? Nicht sehr viele. Bei Apple hat heute jede Sekretärin einen Apple auf ihrem Schreibtisch. Sie erledigen damit ihre ganze Textverarbeitung. Das muss man ihnen hoch anrechnen, wenn man an die verfügbare Software denkt. Sie verbringen an den Dingern viel Zeit mit der Berechnung von Finanzmodellen. Der Schlüssel für den Erfolg des Apple II war VisiCalc, das erste Tabellenkalkulationsprogramm auf dem Markt. Tausende Kunden kauften den Apple II nur wegen dieses Programms. Die Firma wuchs. Sie konnte schon 4 Jahre nach ihrer Gründung an die Börse gehen. Im Dezember 1980 betrug das Vermögen von Steve Jobs $200 Millionen. Er war gerade 25 Jahre alt. Doch die Zukunft von Apple war gefährdet. Der Industrieriese IBM drängte Anfang der 1980er ebenfalls auf den Heimcomputermarkt. Apple musste zurückschlagen, um nicht aus dem Rennen gedrängt zu werden. IBM will alles und richtet seine Kanonen auf das letzte Hindernis zur Marktübernahme. Apple. Wird Big Blue zum Herrscher über die Computerindustrie? Über das ganze Informationszeitalter? Sie hatten einen Spot beim Super Bowl geschaltet. Es muss so etwa 1984 gewesen sein. Dieser Werbespot hat gar nicht so viel Wirkung für das Produkt erzielt, aber als PR-Maßnahme hat er ziemlich große Aufmerksamkeit erregt. Und Steve ist es gelungen, diese Aufmerksamkeit bei jedem neuen Produkt zu erzeugen. Das war seine große Stärke. Ich finde, das trifft auch auf den letzten Slogan zu. Wenn man kein iPhone hat, hat man kein iPhone. Das suggeriert doch fast, wenn man keines hat, dann verpasst man etwas.
Ja, genau. So bringt er einen dazu, sich seine Werbung anzusehen und dabei zu denken, ich brauche es eigentlich nicht, aber ich will es. Das war einer der großen Erfolgsfaktoren. Apple schaltete Werbeanzeigen, welche die eigene Originalität betonten und IBM sowohl mangelnde Kreativität als auch die Bevormundung der Kunden vorwarfen. Unglücklicherweise wurde der Apple III ein Flop. Deshalb konzentrierte man sich auf das neue Projekt von Steve Jobs, Lisa, benannt nach der Tochter seiner Freundin. Der Lisa-Computer war eine Sensation. Er bot statt der Kommandozeileneingabe eine grafische Benutzeroberfläche. Diese Technologie, wie viele andere Neuerungen, die die Computerwelt geprägt haben, war im Xerox PARC entwickelt worden. Doch Apple führte sie zur Marktreife. Steve Jobs kannte sein Publikum und er wusste genau, was es wollte. Er schuf Geräte, die sowohl für Geschäftsleute als auch normale Anwender leicht zu bedienen waren. Und die deshalb von allen gern benutzt wurden. Zwar benutzte er Technologien, die schon existierten, aber er machte sie massentauglich, indem er sie mit Touchscreens und fertigem Internetzugang ausstattete. Das hat Apple sehr dabei geholfen, sich als der Hersteller von Smartphones oder Tablets zu etablieren. Obwohl sie nicht die ersten waren. Ich glaube, es war schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber ich habe ihn immer sehr bewundert. Steve Jobs war zwar ein brillanter Kopf, aber nicht gerade für seine guten Manieren bekannt. So machte er sich oft unbeliebt. Deshalb verlor er auch das Lisa-Projekt. Er rächte sich, indem er ein Projekt namens Macintosh übernahm. Das war ein kostengünstiger Computer mit grafischer Oberfläche, der Lisa bei den Verkaufszahlen übertrumpfte. Der Macintosh wurde ab 1979 unter dem Konzept entwickelt, ein Computer so leicht zu bedienen wie ein Toaster. Uns Leuten aus der Industrie wird er mit dem Apple Mac in Erinnerung bleiben. Als das Ding Anfang der 1980er rauskam, war es der erste Personal Computer, der wirklich für den persönlichen und nicht für den geschäftlichen Gebrauch bestimmt war. Sie wissen schon. Jobs engagierte brillante Ingenieure für sein Mac-Team. Er schwor sie auf seine Vorstellung von Unternehmertum und Rebellion ein, indem er sie Piraten nannte, während der Rest der Firma die Navy war. Das Mac-Projekt war umstritten. Es machte dem Apple II und Lisa Konkurrenz. Und Jobs sonderte sich damit von der Firma ab. Aber der Mac wurde bald sehr wertvoll für Apple, denn auch Lisa geriet zum Misserfolg. Das ist der ultimative Bürocomputer? Heute schon. 1983 ernannte Steve Jobs seinen Freund John Sculley zum Chef von Apple. Er sollte ihn bei der Geschäftsführung unterstützen und so ein Top-Manager werden. Ich sagte, Steve, ich gehe nicht zu Apple, ich bleibe bei Pepsi. Er hat auf seine Turnschuhe gestarrt und 15 Sekunden geschwiegen. Dann hat er mich angesehen und gefragt, willst du den Rest deines Lebens Zuckerwasser verkaufen oder willst du mit mir die Welt verändern? Im Januar 1984 wurde der Macintosh vorgestellt. Obwohl die ersten Monate vielversprechend waren, stagnierten die Verkaufszahlen schnell wieder. In der Firma wuchs die Angst, der dritte Flop in Serie könnte das Aus für Apple bedeuten. Außerdem sorgte die Arroganz von Steve Jobs zunehmend für Unmut in der Belegschaft und bei John Sculley. Nach einem internen Machtkampf mit Sculley gab der Vorstand 1985 bekannt, dass Jobs kein Mitspracherecht mehr in der Firma hätte. Mit 5 engen Mitarbeitern verließ Jobs sein Lebenswerk. Dann wurde ich gefeuert. Wie kann man von seiner eigenen Firma gefeuert werden? Rückblickend war es wohl nicht sehr sinnvoll, den visionären Firmengründer abzusägen. Er wusste, wie man die Produkte designte. Da saß ich nun. Und vor Apple hatte ich nichts mit Computern zu tun gehabt. Steve Jobs hatte die Firma mit aufgebaut und wurde nun entlassen. Doch anstatt in Depressionen zu verfallen, suchte er sich neue Projekte, in die er seine Energie investieren konnte. Ende 1985 entdeckte er ein Computeranimationsstudio, das George Lucas gerade verkaufen wollte. Dieses Studio sollte Animationsfilme mit dem Computer produzieren. Jobs war sofort Feuer und Flamme.
1986 kaufte er die Firma für 10 Millionen Dollar. Er nannte sie Pixar. Er war ein großer Pionier. Er hat nicht nur die Technikindustrie radikal verändert, wofür er berühmt ist, sondern auch die Welt der Musik, die Welt der Filme und die Welt der Kommunikation. Einfach alles. Er hat aufgegriffen, was schon vorhanden war, und es besser gemacht. Obwohl die Investition in Pixar beträchtlich war, blieb die Herstellung von großartigen Computern seine Hauptleidenschaft. Im September 1985 gab er bekannt, dass er eine neue Firma gründen wolle. Ich habe sehr aufschlussreiche Gespräche mit 4- und 5-Jährigen geführt. Sie wussten über Computer fast so viel wie ich. Vielleicht sogar mehr. Sie konnten sehr gut mit ihnen umgehen. Und sie haben mich bei fast allen Spielen besiegt, die dort drauf waren. Das war für mich eine tolle Erfahrung. Wir sprechen oft über solche Dinge, aber eben nur auf intellektueller, theoretischer Ebene. Darum war es toll zu sehen, wie 20 Schüler direkt mit den Computern umgingen. Ich musste dabei an meine eigene Schulzeit denken, als es die Dinger noch nicht gab und wir ständig nur Blödsinn gemacht haben. Das Ziel von Next war es, einen Computer für die Elite und die wissenschaftliche Forschung zu entwickeln. Jobs hatte Apple nicht mit leeren Händen verlassen. Einige der besten Ingenieure und Vertriebsleute aus dem Mac-Team waren ihm gefolgt. Apple drohte mit einer Klage. Steve Jobs schloss einen Vergleich und verkaufte fast seine gesamten Aktienanteile. Er ist sich selbst treu geblieben. Er sagte, das ist nicht, was ich will, ich glaube, dass die Welt es braucht. Und er leistete Pionierarbeit. Wo andere bei der ersten, zweiten oder dritten Hürde aufgegeben hätten, war er schon bei der fünften, sechsten oder siebten angelangt. Auf eine traurige, aber auch vertraute Art ist es schön, Mac-Produkte in seinem Leben zu haben. Meine Frau hält mich deswegen für einen Trottel. Ich habe in meinem Büro ein kleines Mac-Logo an die Wand geklebt. Sie arbeitet in der Werbung und hält mich für einen Markenfanatiker. Aber es gibt mir in einer schwierigen Welt etwas Sicherheit. Sie setzen die Technik zum Vorteil aller ein. Und das ist wichtig. Denn es ist einfach, nur Dinge anzupassen, die es bereits gibt. Die Veränderungen, die man momentan in der Welt der Technik sieht, sind eher Adaptionen. Er hat aber gesagt, ich will etwas ganz anderes machen. Next begann Anfang 1986 mit der Entwicklung eigener Computer, unmittelbar nachdem Apple die Klage fallen gelassen hatte. Steve Jobs wollte die höchstmöglichen Standards für seine Maschine. Nur die beste Hardware sollte zum Einsatz kommen, auf der die modernste Software laufen sollte, die es gab. Er beschloss, das Betriebssystem Next Step auf Unix aufzubauen, dem komplexesten und stabilsten System überhaupt. Dabei sollte der Computer aber dank seiner grafischen Oberfläche so einfach zu bedienen sein wie der Macintosh. Und eine objektorientierte Programmiertechnik sollte die Softwareentwicklung stark vereinfachen. Diese ehrgeizigen Ziele führten zu Verzögerungen bei der Fertigstellung des Next Cube. Doch trotz aller Innovationen verkaufte sich der Cube nicht gut. Er war relativ teuer und unterstützte nicht genügend Software. Next hatte jahrelang schwer zu kämpfen. Auch die Investition in Pixar schien sich nicht auszuzahlen. Das Unternehmen hatte seit seiner Gründung erfolglos versucht, hochentwickelte Grafikrechner auf dem Markt zu platzieren. 1990 war Jobs gezwungen, die Hardware-Abteilung von Pixar zu schließen. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Entwicklung einer 3D-Sprache namens RenderMan. Er behielt die von John Lasseter geführte Animationsabteilung, die viele TV-Werbespots produzierte. Sie war die einzige Einnahmequelle der Firma. Aber es gab einen Hoffnungsschimmer. 1991 liefen Verhandlungen mit Disney für einen animierten Spielfilm. Ende 1993 ließ die Walt Disney Company die Kooperation jedoch platzen. Als beide seiner Unternehmen scheiterten, hatte Steve Jobs den Tiefpunkt seiner Karriere erreicht. Von Depressionen geplagt, verbrachte er viel Zeit mit seinem Sohn Reed und seiner Frau Lorene, die er 1991 geheiratet hatte. Später bezeichnete Jobs diese Phase seines Lebens allerdings als eine große Chance. Von Apple kann jeder Geschäftsmann ein paar außergewöhnlich gute Dinge lernen. Zum Beispiel die absolute Zielstrebigkeit von Steve Jobs. Er hat gezeigt, was man mit einer Vision alles erreichen kann, wenn man sie nur zielstrebig verfolgt. Und die Skeptiker ignoriert, die sagen, das wird nicht funktionieren oder das ist der falsche Weg. Man muss Vertrauen in seine Vision haben und einfach immer weiter ackern. Es gibt eine berühmte Rede von Steve Jobs, die Antrittsrede, die er 2005 in Stanford gehalten hat.
gehalten hat. Eins seiner Themen war, dass man die Punkte verbinden muss. Ich halte das für eine sehr interessante Beobachtung. Manchmal nimmt man verschiedene Dinge, ohne zu wissen, ob sie später zusammenpassen werden. Und erst wenn man zurückblickt, erkennt man, dass die Verbindung aller Punkte Früchte trägt. Ich denke, das ist eine gute Einstellung in dieser Welt, in der wir leben, weil sie sich so schnell verändert. Manchmal kann man nicht voraussehen, wie die Dinge sich entwickeln, aber wenn man danach strebt, sich zu verbessern, und wenn man begriffen hat, dass die Arbeit nie zu Ende ist, dann bewegt man sich immer nach vorn. Man versucht, sein Produkt zu verbessern und erschafft so etwas, das den aktuellen Standard überflügelt. Genau das passiert gerade auf dem Videosektor. Zurzeit überdenkt Apple die Art und Weise, wie die Menschen mit Videos umgehen sollen, wie man sie mit anderen Menschen teilt, wie man sie konsumiert. Apple hat die Welt der Medien von Grund auf verändert. Die Hersteller, die dabei nicht mitziehen, werden sich nicht lange halten können. Für das Filmprojekt mit Disney gab es noch einen Hoffnungsschimmer. Als John Lasseter ein überarbeitetes Skript vorstellte, kamen die Dinge wieder ins Rollen. Unter dem Namen Toy Story. Man hatte uns erklärt, es sei weder ein Zeichentrickfilm noch ein Realfilm. Aber dass wir in unserer Arbeit als Schauspieler trotzdem voll gefordert wären. Und es hat funktioniert. Inzwischen ist es als eine neue Art des Geschichtenerzählens ins kollektive Bewusstsein eingedrungen. Der Film sollte Thanksgiving 1995 starten. Als das Datum langsam näher rückte, erkannte Steve Jobs, wie viel Macht hinter der Marke Disney steckte. Er beschloss, Pixar eine Woche nach dem Start von Toy Story an die Börse zu bringen, um von dem Medienhype zu profitieren, den dieser erste computergenerierte Animationsfilm auslöste. Der Animationsfilm war schon von Anfang an ungeheuer wichtig für die Walt Disney Company. Und keine andere Firma hat so viele gute Animationsfilme produziert wie Pixar. Der Erfolg von Toy Story wurde nur vom Erfolg der Pixar-Aktien an der Wall Street übertroffen. Das Vermögen von Steve Jobs, dem 80% der Firma gehörten, stieg auf 1,5 Milliarden Dollar. Fünfmal mehr, als er in den 1980ern bei Apple verdient hatte. Der junge Unternehmer war zurück und sein Erfolg schlug große Wellen. Das Schiff von Apple dagegen begann zu sinken. Das Obstunternehmen, das Computer für die Massen herstellte, musste eine schwere Niederlage einstecken. Gegen keinen geringeren als Bill Gates. Nach der Markteinführung von Windows 95 sank der Marktanteil des Mac, der in Jobs Abwesenheit fast 10 Jahre lang nicht weiterentwickelt worden war, alarmierend schnell. 1996 brauchte der frisch ernannte Apple-Geschäftsführer Gil Amelio einen Ersatz für das alte und aufgeblähte Mac OS. Er entschied sich schließlich für Steve Jobs' Next Step. Er glaubte, Jobs wäre der einzige Mann, der das Ruder noch herumreißen könnte. Ursprünglich hat Apple damit wohl versucht, Steve Jobs zu benutzen. Aber es war sehr naiv zu glauben, dass man Steve Jobs übervorteilen könnte. Das funktioniert mit Steve Jobs nicht. Er lässt sich nicht über den Tisch ziehen. Als Steve zurückkam, wusste er genau, was zu tun war. Er kündigte die Lizenzabkommen und brachte alles wieder auf den Stand jener Zeit, als er Apple geführt hatte. Bill Gates witterte in diesem Plan eine Gefahr und versuchte, ihn zu unterbinden. Er kontaktierte Gil Amelio, stieß aber auf taube Ohren. Apple übernahm Next für 400 Millionen Dollar. Plötzlich arbeitete Steve Jobs wieder für die Firma, die er vor 10 Jahren verlassen hatte. Er wurde mit offenen Armen empfangen, obwohl sein offizieller Titel nur informeller Berater der Geschäftsführung lautete. Als Emilio Anfang 1997 eine Verlustrate von 700 Millionen Dollar bekannt gab, trennte Apple sich von ihm. Steve Jobs organisierte einen kleinen Aufstand und wurde im Juli 1997 zum Übergangsgeschäftsführer ernannt. Er verschaffte sich einen Überblick auf sämtliche Geschäftsfelder und kürzte die Anzahl der Projekte von mehreren hundert auf nur ein Dutzend. Die Anzahl der Hardware-Produkte wurde auf 4 Stück begrenzt. Auf der Macworld machte Steve Jobs dann eine verblüffende Ankündigung. Er und sein Erzrivale Bill Gates wollten ihre Kräfte bündeln und mit einem beispiellosen Abkommen den fortwährenden Patentstreitigkeiten ein für allemal ein Ende setzen. Beide Männer hatten ein ähnliches Geschäftsgebaren. Sie verfolgten in ihrem sozialen Verhalten jedoch unterschiedliche Ansätze.
Gates spendete einen beträchtlichen Teil seines Vermögens an verschiedene Hilfsorganisationen, während Apple unter Jobs das Product Red-Programm favorisierte, bei dem rote Versionen von Geräten für wohltätige Zwecke verkauft wurden. Der Leiter des Projekts, U2-Sänger Bono, zitierte Jobs mit dem Satz: "Es gibt nichts Besseres als die Chance, Leben zu retten", als er Apple einlud, sich an dem Projekt zu beteiligen. Die Think Different-Kampagne sollte nicht nur der Welt mitteilen, dass Apple zu seinen Grundwerten zurückgekehrt war, sondern auch die Mitarbeiter motivieren, die Dinge so zu gestalten, wie Steve es wollte. Ich denke, dass jeder, der eine bekannte Marke leitet, seinen Produkten etwas Besonderes geben muss. Es läuft nicht immer alles reibungslos. Die iPods, das iPhone, alles, was er auf den Markt brachte, hatte auch negative Seiten. Man muss in der Lage sein, die Fehler zu korrigieren. Entweder indem man das Design verbessert oder indem man jemandem erklärt, warum er etwas braucht, das er gar nicht ständig benutzt. Das ist die große Stärke von Apple. Apple ist als Unternehmen phänomenal erfolgreich. Aber sie sind auch gut darin, den Leuten zu sagen, das braucht ihr nicht, aber ihr wollt es trotzdem. Und sie machen sehr clevere Werbung, mit der sie genau das erreichen. Ich denke, diese geniale Werbung ist der Schlüssel für ihren Erfolg. Steve Jobs konnte das Vertrauen der Apple-Gemeinde schnell zurückgewinnen. Die Firma startete eine revolutionäre Marketingkampagne mit dem Slogan Think Different. Er sollte suggerieren, dass die Käufer der Apple-Produkte Querdenker waren, die die Welt veränderten. Als sich die Marke stärker positionierte, stellte Apple gleich eine Reihe neuer Produkte vor. Darunter der PowerMac G3 und das PowerBook. Sie waren nicht nur sehr leistungsstark, sondern revolutionierten auch das Schneiden von Filmen und Fernsehsendungen, weil Final Cut Pro bereits auf ihnen installiert war. Nur 6 Monate nach der Rückkehr von Steve Jobs schrieb seine alte Firma wieder schwarze Zahlen. Und nur wenig später dominierte Apple den Markt. Die Kritiker sind absolut begeistert vom iMac. Ich frage mich, ob es genug davon gibt, um die ungeheure Nachfrage zu befriedigen. Stimmt. Nun, ich weiß es nicht. Wir produzieren sehr viele. Wir werden es erleben, wenn der Verkauf der iMacs morgen in den USA startet. 2 Wochen später sind Europa und Japan dran. Dann wissen wir, wie stark die Nachfrage ist. Sie könnte die Erwartungen übertreffen, aber wir wissen es noch nicht. Fest entschlossen, die Welt der Heimcomputer zu beherrschen, brachte Jobs einen großartigen Desktop-Computer auf den Markt, den iMac. Er erschien 1998 und war das erste innovative Apple-Produkt seit dem Macintosh 1984. Das spektakuläre, durchsichtige Design des iMac erstaunte die gesamte Branche, die 10 Jahre lang nur beige oder schwarze Klötze verkauft hatte. Man konnte sich ab sofort nicht nur eine Farbe aussuchen, man erhielt auch alles in einem kompakten Gehäuse. Der iMac war ein Verkaufsschlager. Diese Designinnovation wurde 1999 mit dem ebenfalls farbigen iBook fortgesetzt, Apples Notebook für Privatanwender. Es ist unser erklärtes Ziel, gute Computer zu entwickeln, die den Menschen eine echte Veränderung bieten. Kauft man einen iMac, kann man damit 10 Minuten nach dem Auspacken im Internet surfen. Probiert das mal mit einem PC. Da dauert es 1 Stunde. Wir wollen gute Produkte herstellen und sie dann den Leuten präsentieren. Und wir wollen dies auf intelligente und hintersinnige Weise tun. Ich hoffe, dass unsere Kampagne, die diesen Sonntag bei Wonderful World of Disney startet, den Anfang macht. Als Steve Jobs im Januar 2000 die Position des Geschäftsführers erhielt, war er als erster Mensch mit 2 eigenen Unternehmen an der Börse vertreten. Doch der ursprüngliche Grund für Jobs' Rückkehr zu Apple hatte sich noch nicht verwirklicht. Die Übertragung der Software-Technologie von Next auf die Mac-Plattform. Dies geschah Anfang 2001, als Apple die erste Version seines neuen Betriebssystems veröffentlichte, Mac OS X. Eigentlich bestand es aus Next Step mit einer Mac-Fassade, wurde aber trotzdem zu einem existenziellen Bestandteil der neu entwickelten Anwendungen, die Teil von Apples Digital Hub-Strategie waren. Diese Strategie folgte einer Vision vom Personal Computer der Zukunft. Viele Analytiker und selbsternannte Experten waren der Meinung, dass mit der Geburt des Internet sowohl Desktop-Computer als auch Notebooks bald der Vergangenheit angehören würden.
Die Art und Weise, wie Firmen mit ihren Kunden kommunizieren, wird von Apple stark beeinflusst. Das iPad oder das iPhone waren revolutionär. Dabei war das iPhone nicht das erste Smartphone und das iPad nicht der erste Tablet-PC. Aber es waren die ersten Geräte, die gut ankamen. Sie boten Privatkunden und Geschäftsleuten neue Möglichkeiten im Umgang mit den verschiedenen Medien. Damit konnte Apple die ganze Medienindustrie zwingen, ihre Arbeitsweisen zu ändern. Wir benutzen jeden Tag Apple-Produkte. Sie beeinflussen unser Marketing und die Art, in der wir mit unseren Kunden arbeiten. Und es sind einfach ausgezeichnete Produkte, egal ob es ein Mac, ein iPod oder ein iPhone ist. Sie beeinflussen uns in jeder Hinsicht, vor allem in der Branche, in der wir tätig sind. Doch die Entwickler bei Apple glaubten, ihre Geräte würden sich zu digitalen Zentren für einen neuen digitalen Lebensstil entwickeln. Er hat einfach alles, was er mochte, genommen und miteinander verbunden. Wir haben unsere Filme gern bei unserer Musik, wir mögen Dinge, die toll aussehen. Er hat diese Begeisterung für all die verschiedenen Formen der Unterhaltung in einem Produkt zusammengeführt. Der iMac, der iPod und das iPad beruhen auf diesem einfachen Konzept. Der Computer als Zentrum des täglichen Lebens, mit Digitalkamera, Videokamera, MP3-Player, Smartphone und weiteren elektronischen Geräten. Diese Vision führte zur Entwicklung einer Serie von Anwendungen, um diesen neuen Lebensstil zu ermöglichen. Bei den Apps geht es doch um Nützlichkeit, nicht wahr? Aus einer Zeitschrift könnte man einfach eine App machen und dann durch die Seiten blättern. Aber eine App sollte auch interaktiv sein. Sie sollte praktische Funktionen bieten. Wäre ich zum Beispiel ein Banker auf einem Meeting in Köln und ich müsste dort einen Abend allein verbringen, dann könnte ich auf diesen Knopf drücken und jede Menge Spaß haben. Die iApps, die nur mit Apple-Systemen kompatibel waren, wurden vorgestellt. Darunter iMovie, iTunes, iDVD, iPhoto, iCal, iSync, GarageBand und schließlich iWeb. Die iApps waren ein strategischer Zug, um den Apple-Geräten einen größeren Marktanteil zu verschaffen, weil es auf den Windows-Systemen keine vergleichbare Lösung gab. Allerdings ahnte noch niemand, dass die Musik Apple am Ende zum Marktriesen machen würde. Dann kam der Aufstieg von iTunes. Zum ersten Mal hatte es jemand geschafft, die Musikindustrie zu überreden, ihr geistiges Eigentum auf diesem Weg zu vertreiben. Das hat die Musikindustrie völlig verändert. Zuletzt wurde das iPad vorgestellt. Es hat bestimmten Medien wieder eine bestimmte Funktionsweise aufgezwungen. Wenn sie ihre Kunden auf diesem Weg erreichen wollten. Es handelte sich dabei um sehr, sehr viele Kunden. Es blieb ihnen gar keine andere Wahl. Als Jobs erkannte, dass Desktop-Videos nicht so beliebt waren wie vermutet, wandte er sich der digitalen Musik zu. Die Idee stammte von Napster und Apple hatte enormen Nachholbedarf. Es gab ein paar wirklich tolle Werbekampagnen. Die erste iTunes-Kampagne hat schon Kultcharakter. Aber eigentlich hat Apple ein bestimmtes Design vermarktet. Bevor die Titangehäuse auf den Markt kamen, war alles weiß oder schwarz. Das Marketing lief eher über die Produkte selbst als über die Werbekampagnen. Das ist sehr clever. Der iPod erschien 2001, gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Sein Äußeres war einfach gehalten. Schlichtes Design, eine gute Benutzeroberfläche und ein Klickrad. Dazu eine Firewire-Verbindung für den Abgleich mit iTunes. Der iPod stieg sofort auf Platz 1 der Charts. Zum ersten Mal wurden Macs nicht als Computer, sondern als Musikplayer im Taschenformat verkauft. Apple schlug Kapital aus diesem Erfolg, indem man den Player erst Windows-kompatibel machte und dann die Plattenfirmen überzeugte, ihre Songs auf iTunes zu verkaufen. Bis 2006 waren iTunes und der iPod die unangefochtenen Marktführer in der neuen Ära der digitalen Musik. Im selben Jahr brachten die iPods Apple ebenso hohe Gewinne ein wie die Computer. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatte die Firma aus Cupertino ihre Nischenmärkte verlassen und war in der Unterhaltungselektronik ebenso einflussreich wie Microsoft. Facebook und Twitter wären nicht da, wo sie heute sind. Hätte Apple es den Menschen nicht so leicht gemacht, das Internet mobil zu nutzen. Mit Geräten wie dem iPad und dem iPhone.
2006 war ein spannendes Jahr für Apple. Die Verkaufszahlen der Macs stiegen. Nach dem jahrelangen Kampf um einen größeren Marktanteil war die Wachstumsrate der Macs nun höher als die der PCs. Zu dieser historischen Veränderung trugen zwei Faktoren bei. Der Erfolg des iPod und die positiven Nebeneffekte für die Marke Apple sowie der Einsatz von Intel-Prozessoren, die die Macs schneller und preisgünstiger machten. Falls jemand seinen Windows-PC vermisste, konnte er Windows jetzt einfach auf dem Mac laufen lassen. Die größte Neuerung folgte allerdings im Januar 2007. Im Lauf der Jahre waren aus ziegelsteingroßen Handys elegante Klapptelefone geworden, die man bequem in die Hemdtasche stecken konnte. Doch als Steve Jobs auf der Macworld das iPhone vorstellte, gab es keinen Zweifel. Dies war das ultimative Apple-Produkt. Es war nicht nur ein Telefon. Auf der Hardware des iPhones lief das volle Betriebssystem von Apple, OS X. Die Multi-Touch-Technologie, mobiles Internet, die volle iPod-Funktionalität und eine intuitive Benutzeroberfläche machten es zu einem Smartphone, das der Konkurrenz um Lichtjahre voraus war. Die Branche wurde bis ins Mark erschüttert, unter anderem durch die Exklusivverträge, die Apple mit AT&T schloss. 3 Jahre nach seiner Markteinführung war das iPhone das erste digitale Konvergenzgerät der Geschichte. Ein Computer mit iPod und Telefon im Taschenformat. Apple hatte sich klar in einer neuen Verkaufssparte positioniert. Und Steve Jobs gab bekannt, dass die Firma von Apple Computer Incorporated in Apple Incorporated umbenannt würde. Das iPhone brach aber nicht nur auf dem Mobilfunkmarkt alle Rekorde. Seine Benutzeroberfläche und Hardware kamen auch körperlich eingeschränkten Menschen entgegen, die nun leichter kommunizieren konnten. Der Erfolg hatte aber auch seine dunklen Seiten. 2006 wurde vom Wall Street Journal aufgedeckt, dass Aktienoptionen von Apple zurückdatiert worden waren. Apple engagierte ein Team von Anwälten, um eine interne Untersuchung durchzuführen. Trotz der entdeckten Unregelmäßigkeiten wurde Steve Jobs von der Aufsichtsbehörde aber nicht belangt, weil er über diese Vorgänge nachweislich nichts gewusst hatte. Dennoch warf der Skandal die Frage auf, wie die Zukunft von Apple ohne Steve Jobs aussehen würde. Vielleicht war es eine Vorahnung, denn langsam rückten Jobs gesundheitliche Probleme in den Fokus. Ende 2003 wurde bei Steve Jobs Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen gutartigen Tumor handelte, den man operativ entfernen konnte. Bis 2008 fiel jedoch immer mehr Menschen auf, dass Jobs stark abgenommen hatte. Obwohl er sich beschwichtigend äußerte, gab Apple bekannt, dass er auf der Macworld Keynote nicht auf der Bühne erscheinen würde. Tatsächlich musste Steve Jobs 6 Monate lang pausieren, weil er auf eine Lebertransplantation wartete. Steve Jobs Erkrankung löste Diskussionen darüber aus, ob ein Unternehmen den Gesundheitszustand seines Geschäftsführers darlegen müsse. Vor allem, wenn dieser Geschäftsführer so wichtig für den Wert einer Marke sei wie Steve Jobs. Nachdem die Krebserkrankung und die Lebertransplantation ausgestanden waren, wurde Steve Jobs im Jahr 2010 geschäftlich wieder sehr aktiv. Im Gegensatz zu 2009 erschien er dieses Jahr bei vielen Apple-Präsentationen. Dort überraschte er die Welt immer wieder mit neuen technischen Innovationen von Apple. In der Computerindustrie waren Tablet-PCs schon seit Jahren im Gespräch. Und natürlich war Apple die erste Firma, die einen Tablet-PC vorstellte. Das iPad löste eine regelrechte Massenhysterie aus. Wie bei den Vorgängern, dem iPod und dem iPhone, wollte jeder eines haben. Bei einer Industriekonferenz im Juni 2010 sagte Steve Jobs, seiner Meinung nach würde das iPad die Post-PC-Ära einläuten. Und die PCs würden bald nur noch einen geringen Teil des Marktes ausmachen. Treffe dies eines Tages ein, hätte Steve Jobs sowohl zur Geburt als auch zum Ende des Personal Computers immense Beiträge geleistet. Ab 2007 stellte Steve Jobs durchgehend neue Apple-Produkte vor, während die Öffentlichkeit nur wenig über seine persönliche Situation wusste. Das volle Ausmaß seiner Krankheit offenbarte sich erst am 24. August 2011, als man seinen Rücktritt bekannt gab. Tim Cook, sein Stellvertreter, übernahm die Position von Steve Jobs. Man ging davon aus, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb. Jobs hatte gesagt, so lange weiterzumachen, bis er körperlich dazu nicht mehr in der Lage wäre.
Er war ein bekennender Workaholic und er ernährte sich vegan. Er glaubte, seine Verdauung würde so weniger Energie beanspruchen. Energie, die er in seine letzte Erfindung investieren wollte. Seinen Kollegen und Fans aber war klar, dass sein Rücktritt nur eines bedeuten konnte. Steve Jobs Mitarbeiter gaben die Mitteilung heraus, dass seine Vorstellungskraft und seine Führungsqualitäten Apple gerettet und zum innovativsten und wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hätten. Als sich der Schock über Steve Jobs Rücktritt gelegt hatte, versuchte man bei Apple, Gerüchte über den bevorstehenden Verkaufsstart des streng geheimen iPhone 4S zu zerstreuen. Die Fangemeinde wartete gespannt auf den nächsten Wurf von Apple unter Tim Cook. Und nur einen Tag später wurde das iPhone 4S, das fünfte Modell der Serie, offiziell angekündigt. Am 5. Oktober 2011, 6 Wochen nach seinem Rücktritt, verstarb Steve Jobs in seinem Haus in Palo Alto. Die Schlagzeile des Tages. Steve Jobs, der Mann, der uns den iPod und das iPhone gebracht hat, ist heute im Alter von 56 Jahren verstorben. Er war seit langem wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs in Behandlung. Der Mitbegründer und Geschäftsführer des Technikriesen Apple hatte deswegen im August seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der neue Apple-Chef Tim Cook sagte, mit Jobs habe man einen Visionär und ein kreatives Genie verloren. Wir nennen es das iPad. Die offizielle Todesursache lautete Atemstillstand, ausgelöst durch den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es wurde berichtet, er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben. Kurz nach der Bekanntgabe seines Todes unterbrachen viele Sender ihre Programme, um die traurige Nachricht zu vermelden. Am nächsten Tag war sein Tod das Titelthema fast aller Zeitungen auf der ganzen Welt. Viele große Persönlichkeiten, darunter der amerikanische Präsident Barack Obama, der britische Premierminister David Cameron und Bob Iger von der Walt Disney Company, äußerten sich betroffen über den Tod von Steve Jobs. Auch seine Freunde und Kollegen wie Steve Wozniak und George Lucas verfassten Kondolenzschreiben. Ich habe seinen Enthusiasmus geliebt, seine Begeisterungsfähigkeit. Manchmal auch seine Entspanntheit. Aber ja, wir sind hier angekommen und es war gut. Ihr könnt sein Lächeln sehen, nicht wahr? Seine Freude, wenn er großartige Dinge für uns alle schuf. Er genoss die Niederlagen, den Zynismus. Die Abkehr von der Vernunft, wenn er zum 100. Mal hörte, das geht nicht. Er hat Siege für die Schönheit und die Schlichtheit errungen. Und dafür sich nicht darum zu scheren. Er war mein engster und treuester Freund. Wir haben 15 Jahre zusammengearbeitet. Und er hat immer gelacht, wenn ich Aluminium gesagt habe. In den letzten beiden Wochen haben wir alle versucht, Worte für diesen Abschied zu finden. An diesem Morgen sage ich einfach Danke, Steve. Am 7. Oktober fand ein kleines Begräbnis statt. Aus Respekt gegenüber Jobs Familie wurden keine Einzelheiten bekannt gegeben. Apple kündigte am selben Tag an, es würde auch keinen Gedenkgottesdienst geben. Aber alle Wohlgesonnenen könnten ihre Abschiedsnachrichten an eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse senden. Die Medienreaktionen auf Jobs Tod schwanken zwischen Hysterie und Heiligenverehrung. Es war beeindruckend, wie viele Menschen daran Anteil nahmen. Ein Grund dafür ist wohl, dass viele in der Medienbranche Macs verwenden. Die Journalisten waren am Boden zerstört. Mich hat nicht überrascht, wie die Menschen das aufgenommen haben. Apple ist eine der beliebtesten Firmen überhaupt. Wir warten alle gespannt auf ihre nächsten Produkte und wir wissen, dass es eigentlich seine Schöpfungen sind. Die Menschen denken, wir lieben diese Firma, was passiert als nächstes? Ich glaube, dass die Menschen traurig sind. Es ist nun einmal traurig, wenn jemand stirbt. Und wenn es jemand ist, der einen so großen Einfluss auf unser tägliches Leben hatte wie er, dann macht das die Menschen umso trauriger.
Steve Jobs wurde betrauert wie ein Rockstar oder ein politischer Held. Vor den Apple Stores und vor seinem Haus wurden improvisierte Gedenkstätten errichtet. Auch im Internet gab es Kondolenzbekundungen. Apple-Fans posteten Bilder und Nachrufe auf Facebook. Sie tauschten sogar Geschichten darüber aus, wie Apple ihr Leben verändert hätte. Steve Jobs' Errungenschaften haben die Menschen auf der ganzen Welt berührt und miteinander verbunden. Trauerbotschaften von Spitzenpolitikern und selbst von seinen größten Rivalen flossen durch die Mediengeräte, an deren Entwicklung er maßgeblich beteiligt war. Er hatte Apple in den 90er Jahren neu erfunden und den Computern ein schickes und cooles Image verpasst. Schon Anfang 2000 hatte Jobs sich den Namen und die Technologie des iPhones patentieren lassen, obwohl es noch fast 7 Jahre dauern sollte, bis das Produkt die Massen erreichte. Das iPhone 4S wurde in den ersten 24 Stunden nach Öffnung der Läden 1 Million Mal verkauft. Damit wurden die geschätzten Verkaufszahlen um 66% übertroffen. Eine weitere Erfolgsgeschichte für Apple. Apple hat verkündet, dass die Firma auch ohne Steve Jobs eine Richtung im Sinne ihres langjährigen Geschäftsführers beibehalten will. Revolutionäres, aber schlichtes Design, benutzerfreundliche Betriebssysteme und Funktionen, die das Kommunizieren leichter und erfreulicher gestalten sollen. Steve Jobs war ein hingebungsvoller Vater, Ehegatte und auch Geschäftsmann. Er hinterließ Millionen von Fans, viele Freunde und etliche geschichtsträchtige Momente. Seine Kollegen und auch seine Kontrahenten werden ihn zweifellos vermissen. Und niemand kann sagen, was er mit etwas mehr Zeit noch alles hätte erreichen können. Doch eines steht fest: Steve Jobs hat unsere Technologie und unsere Kommunikationstechnik für immer verändert.